Am Ostersonntag haben wir eine neue Osterkerze entzündet, zum allerersten Mal. Sie wird ein ganzes Jahr lang immer wieder brennen. An dieser neuen Osterkerze entzünde ich die Kerze für euren Kindergottesdienst. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne vom Aufgang der Sonne sei gelobet sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. Am Ostermorgen war Jesus wieder lebendig. Die Frauen haben ihn gesehen, die sein Grab besuchen wollten. Und dann hat Petrus ihn gesehen und einige andere. Aber einer war da, der hatte ihn überhaupt noch nicht gesehen. Thomas. Thomas sagte: Ich glaube nur, was ich sehe. Und bevor ich Jesus nicht selber angefasst habe, bevor ich nicht meinen Finger auf seine Hände, auf die Wunden an seinen Armen und Beinen gelegt habe, bevor ich das nicht getan habe, kann ich nicht glauben, was da geschehen ist. Eines Tages waren die Jünger wieder alle zusammen in einem Haus. Sie hatten die Türen und Fenster fest zugemacht, denn sie hatten Angst vor den Menschen da draußen. Und plötzlich war Jesus bei ihnen. Er lächelte Thomas an und sagte: Ich habe gehört, du kannst nur glauben, was du siehst, und du musst mich anfassen. Komm her, fass mich an, leg deinen Finger in meine Wunden und überzeuge dich, ich bin es. Thomas hatte Sorge, ganz zögerlich machte er den Schritt auf Jesus zu. Ein bisschen peinlich war es ihm, dass er das gesagt hatte, aber dann fasste er sich wirklich ein Herz, ging zu Jesus hin und fasste ihn an. Dann sagte er: Du bist wirklich Gottes Sohn, ich vertraue dir. Und Jesus lächelte ihn an und sagte: Du glaubst, weil du dich davon überzeugt hast, weil du siehst und anfasst. Wie gut haben es die, die mir vertrauen können, auch wenn sie mich nicht sehen. Und Thomas nickte, und die anderen nickten auch. Und sie nahmen sich vor: Wir erzählen allen weiter, was wir hier erlebt haben. Und so ist es für uns. Wir können Jesus nicht anfassen oder sehen. Aber wir haben gehört von Menschen, die all ihre Fragen gestellt haben, die warum gefragt haben und die Jesus angefasst haben. Und weil die sich überzeugt haben, darum können auch wir vertrauen. Jesus ist auferstanden und lebt. Gott, du hast Jesus wieder lebendig gemacht. Du bist stärker als der Tod. Darüber sind wir froh. Wir bitten dich für alle, die Angst haben, dass du sie behütest. Wir bitten dich für alle, die fröhlich sind, dass du sie beschützt. Wir bitten dich für die Kinder in der Nähe und in anderen Ländern. Und wir bitten dich für die Erwachsenen dieser Welt.
Hilf uns, dass wir gut miteinander leben lernen. Sei du bei uns. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen. Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden. Zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen. Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Bitten wir Gott um seinen Segen. Und jetzt kommt mal ganz dicht dran. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Und nun möchte ich euch die Strophen zeigen und vorsingen und vorstellen, die ihr Kinder euch ausgedacht habt. Meine Lieblingsstrophe ist von Jakob Elias. Die geht so. Er hält den Friedhelm und die Frieda. In seiner Hand er hält die Frieda und den Friedhelm. In seiner Hand er hält den Friedhelm und die Frieda. In seiner Hand er hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ist schön, oder? Er hält die Wut und die Freude, in seiner Hand er hält die Mädchen und die Jungen, in seiner Hand er hält die Starken und die Schwachen, in seiner Hand er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält Hase und Igel, in seiner Hand er hält Hase und Igel. In seiner Hand hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält den Vater und die Mutter. In seiner Hand hält den Bruder und die Schwester. In seiner Hand hält das kleine süße Baby. In seiner Hand hält die ganze Welt in seiner Hand.
Tante und den Onkel, in seiner Hand hält die Oma und den Opa, in seiner Hand hält Cousins und Cousinen, in seiner Hand hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält den Paten, Tante, in seiner Hand hält den Paten, Onkel. In seiner Hand hält die Patenkinder, in seiner Hand hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält die Bienen und die Eisbären, in seiner Hand hält die Pandas und die Hasen, in seiner Hand hält die Wölfe und die Igel, in seiner Hand hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält auch dich und mich, in seiner Hand hält auch dich und mich, in seiner Hand hält auch dich und mich, in seiner Hand hält die ganze Welt in seiner Hand.